So, meine kleinen, oder meine kleinen, Kollegen, Freunde, wie auch immer man es nennen darf, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde, beziehungsweise zu einer Runde, die eigentlich schon ewig geht. Ich werde es hier nochmal das letzte Mal, oder beziehungsweise eine der letzten Male versuchen. Ansonsten müssen wir uns vielleicht eine andere Taktik überlegen, wie wir das hier meistern dürfen. Weil das ist doch schon ein Ding, ja. Das ist er. Guck da, ich springe, aber der springt aber nicht mit. Hat noch einen Hut? Hat er keinen Hut mehr gehabt? Naja, komm. Da gehen wir jetzt weg. Haben wir genug schon gelitten. Hier draußen auch. Ich kann es einfach nicht. So, Ende aus. Da werden wir zurückgehen. Ich habe das schon bis zur obersten, zweitobersten Etage geschafft. Aber das ist aber aktuell, nö. Kriegen wir nicht hin. Also wirklich. Ich werde mich da mal zurückhalten und mal zurück ins Pilzkönigreich reisen. Weil da gibt es eigentlich nochmal eine stockfinstere Seite des Mondes. Das ist ja auch nochmal so komisch. Da gibt es eine finstere Seite, da gibt es noch eine. Naja, egal. Pilzland, da waren wir schon lang nicht mehr, ne? War ja erst gestern der Fall. Gefühlt. Jetzt hier vielleicht in einem wunderschönen Shop andere Dinge zu sehen. Wow. 5000 Münzen. Können wir von den Brutals auch selber gegen die Brutals kämpfen? Okay, das ist ja wirklich mal. Oh je, cool. Original. Boah, meine Nase hier. Die hat aber wirklich gerockt. Ja, mehr. So. Alles rein. So, alles wirklich rein. Kann rein, was du willst. Da haben wir schon so viel gefunden hier bei diesem wunderschönen Städtchen. Stück. Ja, guck mal an. Sogar der Kopf ist anders. Das ist ja cool. N64. In schön, ne? Oh. Das ist aber cool. Mach mal kurz. Wie war das so? Einmal drauf springen und dann zack. So, nochmal ein paar Münzen, beziehungsweise Monde. Im Palast findet eine wichtige Zusammenkunft statt. Wie jetzt?
Mario, furchtbare Neuigkeiten. Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Sie hat ihren Koffer gepackt und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck einfach von dann. Wir können sie nirgends finden. Ja. Ein Mond, immerhin, also ein Stern. Ein Mond, der sternförmig ist, so rum. Aber irgendwelche versteckten Levels gibt's hier nicht, oder? Wäre wirklich cool. Ja, das kennen wir, Hutland. Warte mal kurz, vielleicht soll man ins Hutland gehen, wenn die da ein Bild davon hat? Wir gehen mal ins Hutland, mal gucken, was da los ist. Weil auf der finsteren Seite des Mondes bezweifle ich, dass sie da rumliegt. Also. Jo. Hutland, bitte sehr. Ach, jetzt Ladescreen. Dachte schon, was ist passiert. Aber nichts. Ja, lange nicht mehr gesehen, ne? Jetzt haben wir alle Licht. Hallo? Etwas beruhigt. Ich hab's ausgeschalten. So. Peng! Auf der ganzen Welt sind wieder Karten verteilt. Boah. Kriegen wir hin. Hallo? Ach. Mond. Hab's gesehen. Bin der Erste. Und da hinten. Oh, da gibt's noch. Haben wir das auch schon gemacht? Mit den, mit der Not da hinten? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal da hin. Vielleicht gibt's was zu holen. Oh, den ersten Zylinder-Kobold. Shit. Haben wir noch nicht. Cool. Okay, da gibt's. Wir haben. Das aus zwei. Oh, Rutschpartien. Naja, tolle Wurst. Müssen wir wohl. Nein, keine Rutschpartien, sondern Hüpf.
Für den ersten haben wir schon verpasst. Und den zweiten auch. Wie steuert man das am besten? Nein. Nein, was ist denn los? Hey, hallo. Nein, ich könnte wirklich... Außer hüpfen geht aktuell nichts. Okay, den haben wir auf jeden Fall. Präzisionsrollen. Münzen können mir aktuell geschoren bleiben. Scheiße! Dort, Mr. Mond. Okay. Ich muss mir aufpassen, einmal durchrollen. Bis zu malen, gut zu wissen. Bevor wir da irgendwie was meistern. Aber. Ja. So. Geschafft. Mond Nummer 4. Also sind ja zwei dahin. Und ich finde es cool, dass es bei diesen jetzt angezeigt wird. Vorhin war es nicht so, dass wir einen Radius gehabt und wurde nichts angezeigt. Klar, weil es ja auch nicht irgendwie auf der Map war, logischerweise. Ach so. Alles klar. Ich depp. Warum auch? Gibt's hier irgendwo einen Eingang? Ich möchte mal in die Huthäuser rein. Das ist so putzig. Den haben wir schon. Okay. 9.999. Ey. Nein, ich wollte dich nicht, aber danke sehr. Hier haben wir alles. Was wollen wir nun mit dem im Nebel versunkenen Schiff machen? Na du, ich weiß nicht. Doof aus der Wäsche gucken vielleicht? Kriegen wir noch hin, oder? Doof aus der Wäsche zu gucken, das kriegen wir echt hin. So. Was auch immer das für Leute sind, ich hab keine Ahnung. Ist fies, aber naja. Noch einen gefunden. Dann geht's ja nicht mehr lang und wir haben die 140 voll, ne? Ja, schön wär's.
Aber ansonsten... ist hier tot die Hose, ne? Oder müssen wir da rein? Ich weiß nicht. Wir können es ja versuchen. Aber das in der nächsten Runde, ne? Bis dann. Tschüss und ciao.